Moin und Hallo. Ja, herzlich willkommen hier wieder in Halle Schmiede. Ja, was seht ihr heute oder was ist in letzter Zeit passiert? In letzter Zeit ist nicht sehr viel passiert, weil ich Aufträge hatte. Ja, was seht ihr heute? Ja, ich werde heute mal den Winkel für die Tür, dass ich die da draußen, dass ich demnächst mal jetzt hier die Tür reinkriege hier in die Schmiede, dass ich abschließen kann. Und ja, dass ich dann hoffentlich nächste Woche dann umziehen kann. Und ja, dann geht das endlich mal hier los. Dann kann ich auch abends mal und nicht immer nur am Wochenende. Ja, ich habe kein Skript, also... Ja, was seht ihr heute? Also heute seht ihr auf jeden Fall auch, wie man ein Blech kantet ohne eine Kantbank. Oder eine Falz macht, mit ganz einfach mit dem Hammer, was aber dann die Kante trotzdem gut aussieht. Ja, und es wird halt heute ein Zusammenschnitt aus mehreren Sachen. Und ja, lasst euch überraschen. Also demnächst, wenn ich dann umgezogen bin, soll es auf jeden Fall auch wieder losgehen mit dem Schmieden. Ich habe jetzt noch wieder ein Edelstahlgeländer, ein kleines. Das wird auch nochmal wieder ein interessantes Edelstahlprojekt. Ja, na egal, ich fange jetzt erstmal an und dann ja, schauen wir mal. Ja, wird natürlich jetzt auch schon wieder länger hell. Aber da es jetzt schon wieder spät ist, wird es auch schon wieder dunkel. So, den in Position bringen hier. Ich bin jetzt provisorisch erstmal mit 3 festgemacht, aber ich muss mir hier noch Scheiben machen. So, das werden die Türbolzen. Scheiße, das hier. Egal, erste Hälfte war gut. Fest und drin. Hier oben steht noch ein altes Brett über, was ich noch abmachen muss. Aber hier, ich habe das halt dicht am Balken gemacht. Ich wollte die halt so groß wie möglich haben, weil mein Powerhammer, der passt hier gerade so rein, habe ich schon gemessen. Und hier ist noch ein altes Brett, das kommt noch ab. Und hier vorne muss ich einen von den Dachsparren, die geht jetzt nicht ganz auf. Die stehen halt so weit runter. Da werde ich hier einen, weil hier genau einer in der Mitte ist. Die muss ich auch 5 cm einkürzen, aber dann passt das. Die anderen beiden sind genau außerhalb, wo die Dachbalken sind. Aber ich dachte, das knatscht jetzt, weil es oben am Nagel lang steht. Aber das ist schon mal top. Thank you.
Jetzt noch die Ecken verschweißen und dann ist wieder eine Wanne fertig. Ja, die kurze Seite konnte ich mit meiner Kantbank kanten. Ja, die lange Seite musste ich halt so dengeln mit dem Hammer. Das geht aber, wie ihr gesehen habt, geht das auch wunderbar. Bei der Wanne kommt es auch wirklich überhaupt nicht drauf an. Das ist einfach nur später eine Auffangwanne, eine Sicherheitsauffangwanne. Und ja, die wird nachher noch, ist jetzt natürlich total verrostet, das Blech. Aber wie gesagt, das ist in dem Fall überhaupt nicht schlimm. Man sieht die auch nicht, weil die unter einer Abdeckung ist und die fängt einfach nur was auf, wenn was ausläuft. Und ja, das 1,5er Blech, diesmal halt nur Stahl. Ja. Und da ich das ja mit meiner Kantbank kanten konnte und das hier der Länge nach auf 1,50 mit dem Hammer, ja, brauche ich jetzt halt nur die Ecken hier verschweißen und gut ist. Ne? Die verschleife ich auch nicht. Ich könnte das natürlich mit Schutzglas schweißen, aber mit Wick, ja, finde ich einfach schöner. Aber wie gesagt, ist ja egal eigentlich. Und ich habe mir jetzt, weil ich keinen Zusatzwerkstoff habe, habe ich hier einfach hier vom MSG-Gerät, von der Rolle mir was abgerollt. Und das geht auch. Ja, hier fange ich hier vorne an bei der offenen Ecke, weil da die brennt meistens schnell weg. Und da gebe ich den gleichen Draht zu und dann, weil diesmal habe ich hier auch nichts hinter. Hier ist es wie gesagt auch egal, wenn die Schweiß dann verbrennt. Mal das Tor zugemacht, das pustete mir zu doll. Das ist jetzt schon eine andere Ecke. Ja, durch den Rost blubbert das trotzdem so ein bisschen auf. Ja, sowas hier zu schweißen ist natürlich eigentlich der letzte Dreck. Ne? Aber die Schweißnähte sehen natürlich dementsprechend auch aus. Zeige ich euch gleich mal. Das war jetzt noch die beste, weil ich auch ehrlich sagen muss, ich bin einmal mit der Nadel eingestippt und ja, hatte dann keine Lust anzuschleifen. Hier am Ende habe ich schnell aufgehört, damit ich mir kein Loch einbrenne. Ja, hier vorne, das Blech steht halt ein bisschen weiter vor, deswegen habe ich hier so einen kleinen runden aus. Aber das ist nicht schlimm, da schleife ich gleich nochmal drüber und dann ist das auch gut. Zeit in Anspruch und wie gesagt, bei den Aufträgen, die wollte ich dann noch fertig haben, da habe ich viel ab und zu mal mitlaufen lassen. Ich muss mal gucken, ob da kameratechnisch was Brauchbares mit bei ist. Wie gesagt, das eine Blech hatte ich zwischendurch noch mal gemacht, so eine große, auch so eine kleine große Blechwanne mit 4 cm Kantung
Und die kurzen Seiten, die haben halt in meine Kantbank reingepasst, aber die langen Seiten halt nicht. Die musste ich dann mit dem Hammer rumkloppen. Aber das, wie gesagt, das habt ihr ja jetzt gesehen. Also das werdet ihr, ja, habt ihr gesehen. Ja. Und wie gesagt, also ich habe jetzt nächste Woche Urlaub, dann geht das hier auch ein bisschen voran. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann umziehe und das schon mal alles reinstelle, dass ich schon mal vor Ort bin. Dann kann ich jeden Abend auch wieder was machen. Dann komme ich wieder endlich mal deutlich schneller voran hier. Dann passiert mal ordentlich was und dann geht das bald auch wieder los mit Schmiedevideos. Gut, wenn die Esse hier in der Ecke steht, dann muss ich mir dann natürlich noch einen Schornstein bauen. Aber zur Not könnte ich die auch draußen erstmal stehen lassen und dann im offenen Feuer da schmieden. Aber ich weiß es noch nicht, muss man sehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ja, lasst mir ein Like da, einen Daumen da. Also ist ja, ja. Und ja, abonniert diesen Kanal. Hier. Ich weiß immer nicht, unten rechts, links, keine Ahnung. Ja. Da, ne? Ja. Genau, abonniert meinen Kanal. Okay. Jo, dann bis dann erstmal. Scheiße! Herzlich willkommen hier wieder